Okay Leute, willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Ich habe nachgeguckt, wir sollen nämlich nochmal mit dem Moderator reden. Herr Gräber, ich... Noch eine Kugel. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Es ist eines. Du wirst Zarov nicht sehen. Was? Das fällt noch ein. Das müssen wir jetzt nochmal machen und hoffen, dass er eine weiße Kugel sieht. Noch die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Warum kriegt er immer eine schwarze im? Es ab. Du wirst. Gibt's nicht, der müsste ihm eigentlich eine weiße Kugel geben. Herr Gräber! Noch die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Es ist. Okay, irgendwas scheint mir noch zu fehlen. Das Schiff hält noch eine. Ich muss doch bestimmt die blaue Rübe nehmen. Eine Bla. Kann ich vielleicht mit dem Stock da runterholen? Da muss kein. Bei ihr da drauf? Muss. Dort springen die Glückskugeln heraus. Unglück wird über dich kommen, wenn du diese Klappe berührst. Ich wollte nur etwas Staub abwischen. Lügsager! Kann ich da nicht irgendwas mitmachen? Festkleben? Da muss... Können Sie auch Ihre eigene... Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Interessant. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold. Oh ja! Sticht mich doch eine Nessel. Was hat der für ein Glück? Ja, ja. Die Weißen bringen Glück. Doch die schwarzen Kugeln. Leider nicht. Das größte Glück ist, Zarov zu sehen. Noch eine Kugel. Einen Laubtaler für deine Zukunft. Aber ich habe all mein Geld ausgegeben. Ich nehme auch anderes. Was auch immer Sie wollen. Ich will alles. Deinen Sender, deine Taufliege. Natürlich. Und jetzt eine Kugel. Ah, wollen wir noch mal sehen. Ah, interessant. Welch ein Glück. Du darfst Zarov sehen. Zarov. Endlich. Ich... Okay, die Fliege war ganz kurz weg. Aber jetzt können wir uns die blaue Rübe nehmen. Das nehme ich mit. Jetzt weiß ich also auch, wie das funktioniert. Wir müssen ihn nämlich nochmal befragen. Können Sie auch Ihre eigene... Selbst. So. Der holt sich jetzt nämlich die weiße Kugel wieder. Interessant. Hurra. Dieses... So, jetzt tanzt er. Und jetzt machen wir die Klappe dicht. Glück wird über dich kommen, wenn du diese Klappe berührst. Ich wollte nur... Hä? Das hat jetzt gerade irgendwie ein bisschen rumgebackt. Das machen wir nochmal. Das sollte nämlich eigentlich funktionieren. Wollen wir nochmal sehen. Interessant. Hurra! Diese Satans... Wir sollen dann nämlich jetzt das Ding da reinwerfen. Okay, soll ich vielleicht was anderes da rein? Leute, bevor ich jetzt hier ewig rummache, ich guck nochmal kurz nach. Ich cutte hier und wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, hier bin ich wieder. Ich habe nachgeguckt.
So. Können Sie. So. Jetzt sind wir mal gespannt. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Da muss man erstmal drauf kommen. Leute, auf sowas muss man erstmal kommen. Hier. Jetzt die Blume schütteln. Oh, entschuldige, Sense. Komm her, du schattiges kleines Ding. Na, passt und sitzt bombenfest. Lass die arme Fliege in Ruhe. Es hat nicht sollen sein. So, jetzt nehmen wir uns nämlich die weiße Kugel. Glück findet man eben doch auf der Straße. Tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold, steht auf der Kugel. Tja, können wir die jetzt in so eine Flasche lieber packen? Halt. So, jetzt sag dir mal dein eigenes. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Eine schwarze Kugel? Nein, nein. Hier irrt das Glück sicher. Das ist sicher ein technischer Fehler. Ein sehr unglücklicher. Da ist wohl wirklich nur die eine weiße Kugel drin. So, jetzt hab ich die Kugel. Die Frage ist, was kann ich jetzt damit machen? Lieber halt. Ich würde sie ja gerne in so eine Flasche tun. Ihm sie zurückzugeben ist garantiert falsch. Da bin ich drauf. Lieber halt. Das dachte ich mir. Jetzt muss ich ihn halt irgendwie. Können Sie mir. Das macht einen La. Kann ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst du bei mir einen Glückskredit beziehen. Pro Jahr? Pro Tag. Du sitzt sowieso gleich in einer Flasche. Wie? Nichts. Kredit klingt gut. Ausgezeichnet. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt dir. Ja, ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Der ist wohl erstmal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Nein, nein. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Jetzt habe ich sie gerade rausgefischt. Es wird nie wieder einen hellen Tag. Vielleicht kann ich sie dazu benutzen, dass er die. Und ebenso wenig für all die, die du je lieb gewonnen hast. Die Zukunft bringt dir kein Glück. Besser nicht. Jetzt ist halt die Frage. Damit bin ich fürs Erste fertig. Wie kriege ich sie in die Bandflasche? Eine Flasche! Okay, ich muss mir nochmal die Zukunft vorhersagen lassen. Ja, ich bin ein bisschen ratlos. Dunkle Wolken ziehen. Ja, ist gut, auf. Mein Freund. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt dir. Ja, ja, ist ja gut. Gut, Leute, ich lese nochmal nach, ist deine was Schuld. Ich jetzt machen muss. Bis gleich. Okay, Leute, das ist schwer. Ich muss jetzt den Blausaftaufkleber hier drauf machen. Das war nämlich das Rätsels Lösung. Passt perfekt. Ist eigentlich nicht so schwer, wie man denken könnte. Es wird nie wieder einen hellen Tag für dich. Entschuldige, Sumse. So, der versucht jetzt wieder Sumse zu fressen. Wir schmeißen das Ding rein. Nee, du lässt Sumse mal in Ruhe. Wärst du so freundlich, es hat nicht sollen sein. Deine Kugel wieder zurückzuwerfen? Danke sehr. So, dann sehen Sie mal Ihre eigene Zukunft. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, ein guter Schluck bringt großes Glück. Wie seltsam.
aber die Kugel hat nie gelogen. Nur, wo bekomme ich so einen Schluck? Tja, da habe ich was. Hier, willst du? Jene Flasche. Die Kugel führt mich zu ihr. Ich muss sie öffnen, um an mein Glück zu gelangen. Na dann, nur zu. Ich gebe Glück und sehe, mir wird Glück gegeben. Das glaube ich nie. Endlich. Viel länger hätte ich den nicht mehr ausgehalten. Wo ist denn Kind? Da so, sie ist jetzt wieder hier. Endlich ist er weg. Kitsune! Tokage Seidan sind in dieser Welt. Wie kann das sein? Du kennst sie? Sie waren schon in meiner Welt. Wer sie berührt, wird sich für immer verlaufen. Glaubst du wirklich? Jerry, ich kann meinen Weg nach Hause nicht mehr öffnen. Das waren bestimmt sie. Ich will nach Hause! Kitsune, warte! Weg ist sie. Okay, kann ich sie vielleicht mit ihrer Glocke rufen? Da. Kann ich die nicht einfach klingeln lassen? Niedlich. Nee. Kann ich die mitnehmen? Damit bin ich fürs Ludwig, was ist bloß passiert? Endlich. Sarah. Ja, Ludwig, das ist dumm gelaufen, ne? Ich habe aber geguckt, hier ist noch ein Tautropfen. Wieder einer. Die sind wirklich alle hier versteckt. Nicht immer ganz so offensichtlich, finde ich. Noch einer. Aber man kann sie finden. Noch einer. Wenn man wirklich aufmerksam ist, kann man sie alle finden. Wie ich finde, muss man aber dafür sehr, sehr aufmerksam sein. Da steht etwas auf dem mit einem anderen Platz. Hier wurde was gezeigt. Aber da sehe ich nichts. Hier wurde gezeigt, dass hier irgendwo ein Tauchtropfen sein soll. Seht ihr da einen? Also ich sehe da nichts. Den anderen hier habe ich ja, glaube ich. Guck ich mal, ob ich die anderen alle finde. Also hier waren drei Tauchtropfen. Die habe ich ja gefunden. Hier bin ich mir nicht sicher, ob ich alle hatte. Hier war einer und ich glaube hier... Ich weiß nicht. Ich muss mir das, glaube ich, Bild für Bild mal angucken. Da mache ich dann irgendwie mal einen Zusammenschnitt oder so. Falls ich die alle finde. Ich glaube, ich gehe erstmal zum Magier und bringe ihm seine Flasche wieder. Das halte ich derzeit für das Intelligenteste. Hier waren, glaube ich, auch noch. Ja, hier ist noch ein Tautropfen. Genau. Die sind alle findbar. Man glaubt es nicht, aber es ist wirklich so. Aber man muss hier wirklich punktgenau hingucken, dass man die findet. Ist echt nicht einfach. Den hier oben hatte ich. Genau, das war auch der einzige Tautropfen, den es hier gab. Hier drin ist, glaube ich, keiner. Wir können dem alten Magier mal seine Flasche geben. Mythe Echse drin. Das Konsortium Squamata ist über Mauswald gekommen. Sie haben schon viele Welten heimgesucht. Du musst mir alle drei bringen. Benutze die Bannflaschen, die ich dir gab. Und denk dran, die Echsen selbst müssen... Ja, ich habe gehofft, du nimmst mir zumindest mal eine von ihnen ab. Du, das bedeutet aber, wir sind noch nicht fertig. Noch so ein Tropfen. Noch lange nicht. Bisschen doof, weil ich habe gehofft, wir kriegen jetzt wieder irgendwas, mit dem wir diese Echse überlisten können. Können wir vielleicht irgendwas bekleben? Da muss kein... Gut, Leute, wie lange nehme ich auf? Ich guck mal kurz in die Aufnahme. Na, 16 Minuten, davon ist aber auch ein bisschen was. Ich mach nochmal, ich guck nochmal kurz nach, tut mir leid. So, Leute, eigentlich ganz einfach. Wir müssen es genauso schon machen. Einmal einen dieser... Ich habe eine Medizin dagegen. Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Schon nach ein paar Flaschen werden sie merken, wie sich das Glück zu ihren Gunsten wendet.
Riechen Sie heute an einer Flasche und wir verändern Ihr Morgen. Tritt näher, kleiner Junge. Du willst doch sicher auch den großen Zaroff sehen. Den Illusionisten. Möglich. Und der Schmerz, nicht zu wissen, wie, zerrt dich auf. Eigentlich nicht. Was? Der Bann wirkt bei dir nicht. Dann sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich dich bei lebendigem Leibe verschlinge, Menschenkind. Ich hab keine Angst vor dir, du maskierter Pausenclown. Verzieh dich, ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sind sicher. Doch, ich sehe es in ihren Augen. Sie sind sich ihrer Sache sicher. Und sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines ihrer Probleme nehme ich ihnen ab. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Verzieh dich. Ich glaube auch nicht, dass das gesund ist, aber ich habe nur mal drüber gelesen, dass wir das machen sollen. Der greift hier nach hinten zu der Flasche. Ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unterzujubeln. So. Mal sehen, ob's klappt. Wenn er jetzt nämlich nach hinten greift, dann greift er die Flasche. Jetzt will ich aber auch eine Flasche haben. Ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Und sie sollen es nicht bereuen, denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Oh, ach, der Korken sitzt aber fest. Aber wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe... Dann bist du weg. Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. Was hast du getan? Ich werde... Das ist eine Eintrittskarte. Endlich! Schläft ein. Jeder, der eine Eintrittskarte hat, schläft ein. Böser Zauber. Der große Zauber. Was für eine Show. Und ich. Ich. In der ersten Reihe. Ich glaube langsam, die träumen alle nur, dass es Zaroff gibt und er ist gar nicht wirklich real. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Oder kann man wirklich nur in dem es Traum dabei... Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Sehe ich auch so, Jerry. Sehe ich auch so. So, und um dich kümmern wir uns beim nächsten Mal. Lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben. Auch falls der Part jetzt kürzer ist, tut's mir leid. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir die letzte Echse fangen. Bis dann, euer Wolf.